Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Paranoid-Box von Mike Singer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Paranoid von Mike Singer, das Ganze am 20. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das vierte Album von Mike Singer. So sieht das aus. Wir werden als allererstes mal die Folie entfernen. Und uns das Ganze dann mal anschauen. Also die Box an sich ist recht düster gehalten hier in so einem Schwarz-Grau. Hier unten haben wir dann zum Kontrast einen pinken, einen rosa Schriftzug. Und zwar einmal der Albuminterpret und einmal der Albumtitel. Der Interpret ist hier auch nochmal abgebildet. Hier so Rücken- bzw. seitliche Ansicht. Man sieht hier auch ein Tattoo im Genick. Was lesen wir hier? Bless my demons, wenn ich es richtig lese. Ansonsten hier in Grau auf der rechten Seite auch nochmal beschriftet. Oben in Grau und links nochmal in Grau plus Schrift. Es wirkt so, als hätte die Box einiges mitgemacht, aber das ist wirklich hier alles Optik. Also diese ganzen Kratzer und Spuren hier, die sind hier vom Artwork. Auf der Rückseite das Ganze in schwarz-rosa. Mike Singer, Paranoid. Und dann haben wir hier den Boxinhalt aufgelistet. So, was haben wir mit dabei? Das Album inklusive Download-Links für Album plus Karaoke-Version. Also Karaoke-Version, gehe ich davon aus, sind die Instrumentals. Dann eine Paranoid-Maske. Also so ein Mund-Nasen-Schutz, in ihr Kopfhörer, Desinfektionsspender, Adventskalender. So, dann haben wir noch die Internetadresse, die Infos, Beteiligten, Labels und ein Barcode. Okay, dann schauen wir mal rein. So, die Box ist zum Aufklappen und hier kommt als erstes mal schwarzes Altpapier entgegen, also das Füllmaterial, damit der Inhalt der Box nicht so rumfliegt. Das sind die In-Ears, die kommen hier noch mit einer separaten Schachtel. Dann die Maske. Der Desinfektionsspender, also es ist so ein kleiner Kunststoffbehälter, hier scheinbar mit Desinfektionsgel drin. Das Album an sich. Und dann noch der Adventskalender. So. Ansonsten die Box leer, von innen weiß. Packen wir mal zur Seite und dann schauen wir mal ganz kurz, dass wir die drei Sachen hier noch aus der Folie befreien. Der Rest noch zur Seite. So, einmal hier die Maske. Hier lesen wir auch keine FFP-Standard. Kein FFP-Standard, keine Zertifizierung, keine medizinische Atemschutzmaske. Ja, das muss man ja immer draufschreiben, dass man das hier nicht irgendwo im medizinischen oder Krankenhaus-Kontext verwendet. So, dann haben wir hier einmal das Album und einmal die EarPods. Gut, auch die holen wir mal hier aus der Folie. Das kleine Schächtelchen und natürlich das Album an sich. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist es, das vierte Album von Mike Singer. Cover, ähnlich wie auch das auf der Box, nur eben etwas näher herangezoomt. Hier auf der Seite lese ich auch nochmal Mike Singer Paranoid. In der linken Seite hier, wir haben hier ein reguläres Toolcase. So, auf der Seite ebenfalls beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Stück sind es geworden. Keinerlei Features, wie man sieht, es sind 12 Solo-Tracks. Dann hier wieder Barcode und Labels. Und dann schauen wir mal rein. Ah ja, okay. Also hier haben wir direkt mal die Download-Codes.
So, was haben wir hier? Die Download-Codes zum Album an sich und zum Karaoke-Download, also die Instrumentals. Also wenn ihr wollt, könnt ihr meine Codes gerne verwenden. Ansonsten haben wir hier ein Poster zum Aufklappen, ein Booklet-Poster. Und zwar haben wir hier einerseits dieses Motiv, der Schriftzug Paranoid und Mike Singer hier abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir neben diesen Download-Codes auch noch jeden einzelnen Track mit den Lyrics drauf. Hier kann man jeden einzelnen Song nachlesen. Wunderbar. Und ja, das war's soweit. Was mich jetzt etwas wundert, dass wir jetzt hier keinerlei Credits haben. Die einzigen Credits, die ich finden kann, sind diese hier. Und zwar was die Bilder und was das Artwork betrifft. Ansonsten kann ich hier leider nichts sehen. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Booklet geht wieder rein. Und wir kommen zur CD. Das ist diese hier in rosa und schwarz. Und die Rückseite auch nochmal schwarz. So, also Album-CD hier mit drin, plus eben die beiden Download-Codes für das Album in digitaler Version und die Instrumentals. Als nächstes haben wir dieses Schächtelchen hier, auch wieder mit Paranoid beschriftet. So sieht das aus. Also EarPods, die hier mit Bluetooth verwendet werden. Made in China. Grüße gehen raus. Dann schauen wir mal rein. So. Als erstes haben wir so eine Gebrauchsanweisung, wie das Ganze funktioniert, wie die zu verwenden sind. Und dann kommt zum Vorschein einerseits mal das Kabel. Mit diesem, also auf der einen Seite USB, auf der anderen Seite hier Mini-USB, da können wir dann dieses Teil hier anschließen. Jawohl, hier unten ist der Anschluss. Und dann hat man hier die beiden Kopfhörer, auch hier wieder gebrandet. Es schließt automatisch, sieht echt edel aus hier so, in schwarz-weiß und mit diesem goldenen Element. Und man kann das Ganze dann wirklich hier über diese Hülle, über diese Schachtel laden. Bedeutet, wenn man hier ansteckt und die Kopfhörer sich hier drin befinden, diese EarPods, dann werden die hier automatisch geladen. So, und wenn man die mal rausnimmt, so sieht dann das Ganze aus. Dann haben wir hier die Pods und die sind hier auch wieder in Schwarz und Gold gehalten. Was mich positiv überrascht, denn rein vom Artwork her wäre es natürlich irgendwie schwarz-rosa oder dunkelgrau-rosa naheliegend, aber man hat sich hier für schwarz-gold entschieden. Gefällt mir deutlich besser als schwarz-rosa. Ja, sehen echt edel aus. Kann man dann, wie gesagt, mittels Bluetooth mit dem Handy verknüpfen, mit dem MP3-Player, was auch immer, mit dem Laptop. So, dann packen wir das wieder zurück. Es kommt hier übrigens noch in so einer Schaumstoffhülle, die das Ganze hier gut in Form hält. Machen wir mal wieder zu. So. Und, ja, wenn es zugehen würde, so. Und als nächstes haben wir dann die Maske. Die kommt hier in Schwarz und Weiß. Also relativ schlicht gehalten. Hier haben wir noch so einen Abdruck. Okay, ich glaube, das ist ja nicht beabsichtigt. Aber hier in der Mitte lesen wir groß Paranoid in Weiß auf schwarzem Untergrund. Innen komplett weiß. Und hier oben auch noch etwas höher vernäht worden, damit auch die Nase dann entsprechend abgedeckt ist. Links und rechts dann so schwarze Gummizüge. Dann kann man das hier um die Ohren machen. So. Also passend zu der ganzen Corona-Pandemie. Als nächstes haben wir diesen Spender hier. Bin mir jetzt noch nicht sicher. Ich glaube fast, das ist so zum Einhängen, oder? Keine Ahnung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich dachte, dass das vielleicht dafür gedacht ist. Moment. Dass man das hier so durchsteckt und ja. Oh ja, ich glaube, ich hatte sogar recht. Genau. Also, wie wir sehen können, mit etwas Kraft lässt sich das hier durchstecken, diese einzelnen
Kügelchen hier und na, man kann es natürlich auch dann enger stellen, je nachdem wie man will. Ist einerseits dann natürlich so ganz normal einfach zum Mitnehmen gedacht, aber mit Hilfe dieses Gummis hier kann man das natürlich dann auch irgendwo aufhängen. So, hier gebrandet mit dem Logo von Mike Singer. Auf der Rückseite ein durchsichtiges Fläschchen und dieses wurde, wie man sieht, nicht befüllt. Also das müsst ihr dann selber befüllen mit dem Mittel eures Vertrauens. Ansonsten ja, probieren wir gerade noch mal kurz dieses schwarze Ding drüber zu ziehen. Diese Hülle, gar nicht so einfach, weil sie sich da immer am Eck irgendwie ablöst. So, aber jetzt. So, und dann haben wir unten eben die Kappe, kann man aufmachen und dann hier wie bei so einem Seifenspender rausdrücken. Wie gesagt, kommt ohne Inhalt, den müsst ihr selber befüllen dann, den Behälter. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier einen Adventskalender. Hier haben wir den Interpreten abgebildet mit einer bunten Jacke. Hier lesen wir dann Frohe Weihnachten, dann das Logo von Mike Singer. 24 Türchen haben wir hier natürlich, also 6 in der Breite, 4 in der Höhe. Und ich gehe davon aus, die sind mit Schokolade gefüllt oder wo lesen wir es? Ja genau, hier. Vollmilch, Schokolade. Hier haben wir auch noch die Zutaten und alles. Und das Ganze ist von World Vision, Zukunft für Kinder. Mit jedem gekauften Kalender spenden Sie automatisch 1 Cent für World Vision Projekte gegen die Corona-Pandemie. Naja, trenne mich, dann bin ich zu 100% recycelbar. Okay, also ein Schoko-Adventskalender. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Adventskalender. Dann der Mund-Nasen-Schutz, die Paranoid-Maske in Schwarz-Weiß. Die Earpods hier in diesem kleinen Schächtelchen, inklusive dieser aufladbaren Hülle. Dann haben wir hier diesen Desinfektionsmittelspender mit dem entsprechenden, ja, mit dieser Halterung und der Verzierung dieser Kunststoffhülle. Und natürlich das Album an sich, Paranoid, inklusive der Downloadcodes fürs Album in digitaler Version und der Instrumentals. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Paranoid von Mike Singer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mike Singer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.